Ein herzliches Willkommen zurück zu Banishers Ghosts of New Eden. So, eigentlich wollen wir das Söldnerlager finden. Allerdings bin ich gerade hier in der Nähe, wo eventuell auch eine Leiche oder so rumliegt. Das wollen wir uns angucken, ja, war klar. Lass mich dir helfen. Auch ich nicht, krieg ich allein hin. Von der Leiche Besitzer greift. Hä? Hallo? Oh! Oh, auch noch der. Pass auf, wir haben ihn wütend gemacht. Ich kann ihn auf den Tod nicht ab. Nicht so, dass du da rauskommst. Oh Gott. Jedes Mal, wenn ich schlagen will. Du solltest genau. Von dort verschwinden. Ja, ich verschwinde. Alles gut. Du nervst mich aber auch hier. So, jetzt. Jetzt zu dir. Scheiß Kameradenmischung. So, das war doch schön. Manchmal. Oh, das. Guck mal. Der Apfel. Ist das, was ich jetzt will? Warte, ich gucke. Ja, das will ich machen. Das sieht nach einer Leiche aus. Guck mal hier durch. Ah, lecker Truhe. Nehmen wir mit. Brücke, wo wir... Ah, da haben wir doch schon was. Und da ist auch Blut auf der anderen Seite. Ein Bündel von Briefen. Post wie in New Eden Town übergeben, die zur Zustellung an Adressaten, die sich vermutlich in oder in der Nähe von Fort Jericho aufhalten, bestimmt ist. Briefe an Fort Jericho. Jo. Jetzt hast du eine neue Aufgabe. Du kannst Postbote sein. Ayo. Das ist nichts für mich. Zu gefährlich. Geil. Gefährlich. Das ist ein Witzbold. Ah, guck, da ist das Boot. Also, da können wir rüber. Das ist eigentlich echt voll die schöne Gegend. Mag ich. Achso, muss ich eigentlich, wie aufgeladen ist. Ja, war klar. Du weißt, dass ich auch noch da bin. Ich liebe diesen Kick von ihr. Einfach mega. Ich kann dir helfen. Ups. Die liegt immer wieder auf dem Boden. Oh! Ah, das war nicht gut gezielt. Oh, auch noch so ein Dicker. Oh, ich bin eigentlich ausgewichen, du Sack. Was bedeutet es, wenn er so orange ist? Oh, oh. Ah! Teufel sei dich holen! Oh, genau. Nachladen. Was ist das? Achso, das war ein Licht. Eine Fackel, besser gesagt. So, hier hab's doch Blut gesehen. War das noch ein zweiter? Ah, ne, hier. Ja. Wo bin ich eigentlich? Ah. Okay. Worte der Vergangenheit verweilen hier. Das könnte unser Opfer sein. Eine ziemlich ramponierte Schatulle. Einst gefüllt mit dem Sold für die Miliz. Ah. Unser Bote trug auch Geld bei sich. Und jetzt ist es weg. Okay, verstehe, verstehe. Ah, 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 ah.
Wer ist da? Helft mir! So helft mir doch bitte! Dich kenne ich doch! Du bist der Junge vom alten Scudder! Hilf mir doch! Bitte! Na los, Junge! Ich blute, aber so schlimm sind meine Verletzungen nicht! Was machst du da? Steck das Messer weg, Junge! Nein! 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 Boah, übel! Was für ein Junge ist denn das? Der Stein hat ihn nicht umgebracht. Ertrunken ist er auch nicht. Der Scudder-Junge hat es zu Ende gebracht. Und ihn ausgeraubt. Wo ist der kleine Stinker? Ein toter Bote, gestohlener Sold und ein einziger Name. Wir kennen zwei Scudders, stimmt's? Stimmt. Und einer von ihnen ist nicht gerade der hellste. Ohne ihn beleidigen zu wollen. Ich weiß jetzt nicht, Scudder? Wer ist denn das? Okay. Alles klar. Jetzt machen wir es aber so, halt. Und trotzdem mich hier noch umgucken. Jetzt habe ich schon zwei Quests. Bin ich woanders hinter... Lecker. Kann ich wohin tragen? Ist halt die Frage. Frage aller Fragen. Vielleicht mache ich das auch ein andermal. Vielleicht muss ich da doch noch mal hin. Weil hier, es kann schon gut sein. Ja, also, dann machen wir es so. Ich will diesen Scudder-Jungen jetzt finden und dann holen wir uns das Söldnerlager. Apfel verfault am Stamm. Ja. Cool, dass ich so Briefe gefunden habe. Fällt mir. Ja, weil wenn ich die Quests jetzt nicht alle abschließe, dann vergesse ich irgendwie nach mehreren Folgen ganze Zusammenhänge und das wird blöd. Ich will hier schon dranbleiben. Okay. Wohin jetzt? Mit meinem Team? Ist denn dieser Scudder-Junge? Vielleicht sollte ich mit ihr ein bisschen durch die Gegend laufen. Aber ist das so? Nee, na gut, das ist falsch, Mann. Wer waren die Scudders? Waren das die, die da oben sowas wie eine Farm oder so betrieben haben? Guck mal. War doch hier irgendwo. Die Schmiede. Das ist es sicher nicht, aber... Das Buch wäre besser, wenn Bilder drin wären. Aber ich glaube, ich habe sie gefunden. Noch besser wäre es, wenn ich lesen könnt. Guten Tag, wünsche ich euch, Mr. McGrath, mein Herr, eure Lordschaft. Seid gegrüßt, Credence. Der Junge ist mit Spektralspuren übersät. Ein Geist treibt hier sein Unwesen. Ist euer Cousin in der Gegend? Ist euer Cousin hier irgendwo? Ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen. Vielleicht ist er in den Wald. Den Teil, der sicher ist, das macht er öfter. Ich erwarte das. Was macht er denn im Wald?
Was macht er denn im Wald? Er sieht wohl nach seinen Fallen. Nicht, dass es dort noch viel Wild geben würde. Warum geht er auch immer weg? Ein Bote wird vermisst. Ein Bote wird vermisst. Und die Spuren führen hierher. Spuren? Welche Art von Ach so, die Art von Spuren. Wurde er umgebracht? Wer hat ihn umgebracht? Wer könnte Nein, er könnte das nie. Er würde das nie. Unmöglich. Oder doch? Hat er es getan? Mit er, meint ihr da euren Cousin? Beloved, ja. Aber nein, so ist er nicht. Ganz und gar nicht. Er ist einer von den Guten. Ich müsste mich in eurem Haus umsehen. Ja. Ja, natürlich, wenn ihr es für wichtig haltet. Kann es sein, dass beide nicht so die Schlausten sind? Ich möchte mal kurz gucken. Der andere war, also sehe ich nicht, ja. Die kommen mir gar nicht bekannt vor. Oh, guck mal. Da schau her. Da habe ich beim Düsterwald bald alles. Ich werde jetzt einen Blick in euer Haus werfen. Wenn ich irgendwie helfen kann, ihr findet mich hier. Er wollte niemanden belasten und hat doch genau das getan. Wie viel weiß er? Das weiß ich auch nicht. Aber ich weiß, dass ich erstmal kleine Pflanzen aufsammeln muss. So, dann wollen wir mal schauen. Das erste. Beloved, Scudder in New Eden. So, bevor du es von jemand anderem erfährst, sollst du es von mir hören. Ich habe einen Menschen auf dem Gewissen. Ich hatte mir geschworen, nie jemanden zu töten, aber die Wut hat mich übermannen. Bevor ich mich versah, war die Tat geschehen. Wenn mich die Wachtmeister kriegen, werde ich dafür hängen. Ich werde mich hier verstecken, bis ich es nach New Eden schaffe. Dann werde ich dich aufsuchen, sofern wieder der Hafen noch Straßen streng bewacht werden. Erzähle niemandem davon und benehme dich, so wie es sich deine Mutter gewünscht hat. Handle nicht aus Wut, mein Sohn, und auch nicht aus Bösartigkeit oder Habgier. Hüte deine Zungen, wende keine Gewalt an. Mach nicht den gleichen Fehler wie ich, dein Vater. Okay, diese Fest durchdringt. Beloveds Vater war ein gesuchter Mörder auf dem Weg nach New Eden. Ein schlechter Mensch, aber ein guter Vater? Erscheint mir unwahrscheinlich. Schauen wir weiter. Und das hier. Eine detaillierte Karte von New Eden. Okay, was haben wir da? Tagebuch der Beloved Scudder. Mein Vater hat sich Ärger eingebrockt. Beneide ihn nicht um sein Leben. Ich träume von weit entfernten Ländern, von Hitze und Gesundheit und ehrlich erarbeitetem Wohlstand. Davon, dass ich weit und breit als Geschäftsmann bekannt bin, als ehrlicher Mann mit großem Reichtum, der rechtschaffen handelt. Heute noch ein Traum, aber schon bald Wirklichkeit. Mein Vater ist ein schlechter Mensch, aber er sah das Gute in mir. Möglich, dass er meine Mutter in mir sah. Alle anderen sollen es sehen, was sie wollen. Es kümmert mich nicht, was sie über mich denken. Ich werde sie alle übertreffen. Ein wohlhabender Mann mit hohem Ansehen, mein treuer Cousin, stets an meiner Seite. Und doch spüre ich die Saat meines Vaters sich in mir winden. Manchmal brodelt es in mir. Wie werde ich das böse Blut meines Vaters los? Und wie schaffe ich es, mich nicht mehr davor zu fürchten? Beloved fürchtet, dass er dazu verdammt ist, die Fehler seines Vaters zu wiederholen. So wird es vermutlich enden. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Hier im Haus ist nichts mehr von Bedeutung. Jemand hat versucht, das Blut wegzuwaschen. Aber wessen Blut? Vielleicht war es nur Tierblut? Ja, von wegen, hier ist nichts mehr. Was ist das? Messer. Seltsam, dass Blut am Eimer klebt, nicht aber am Messer. Oh. Verdammter Schottenschnüffler! Wer ist gestorben, dass ihr euch als Wachtmeister aufspielen könnt? Immer mit der Ruhe, Scudder. Euer Cousin hat mir erlaubt, einzutreten. Credence sagt immer die Wahrheit und denkt, andere würden dies ebenso tun. Was wollt ihr? Ich widme mich einer Heimsuchung, eurer, um genau zu sein. Ich weiß noch nicht, um wessen Geist es sich handelt, aber er muss einen guten Grund haben, hier zu verweilen.
Ich habe euer Werk gesehen. Die ganzen Leichen. Verschwindet aus meinem Haus und lasst mich in Frieden. Was verbergt ihr? Kein Grund, so abweisend zu sein. Was habt ihr zu verbergen, Mr. Scudder? Ich? Nein. Ihr wollt mich verwirren. Raus mit euch. Raus aus meinem Haus. Ein Mann ist tot. Ein Mann ist tot, Scudder. Sein Leben wurde ausgelöscht, sein Leichnam gefleddert und in einem flachen Grab verscharrt. Das hat nichts mit mir zu tun. Nein, lasst mich in Frieden. Ihr könnt uns das nicht antun. Eurem Verhalten nach zu urteilen, war es wohl euer erstes Mal, einem Menschen das Leben zu nehmen, meine ich. Nein, das würde ich niemals tun. Niemals. Nein. Bitte. Geht. Das reicht. Welch üble Vergeltung ist dies? Ist der Vater? Oh nein! Sie haben meinen alten Herrn aufgehängt! Sie haben Jet gehängt! Unsere Blutlinie ist verdammt! Sie werden mich auch aufhängen! Bock mit mir zu sprechen? Ihr müsst der Vater des Jungen sein. Mein Sohn ist unschuldig. Ich bin Antea Duarte und das ist Dread McWraith. Wir sind Verbanner. Knüpft euch Credence vor! Hä? Was ist euch widerfahren? Ihr schrieb, dass ihr nach New Eden kommt. Ihr seid hier, sozusagen. Was ist passiert? Die Überfahrt nach Boston war gesichert. Ich hatte einen Captain gefunden, der keine Fragen stellte. Und einen Schiffskoch, der die Belohnung brauchen konnte. Bei der Ankunft am Dock nahmen sie mich in Gewahrsam. 10 Tage später brachten sie mich zum Galgenplatz und hängten mich auf. Wegen Mordes? Ja, wegen Mordes. Und dem ganzen Rest. Warum? Warum? Wieso habt ihr es getan? Wart ihr schon mal in London, Schotte? Ja, das war ich. Dann wisst ihr, wie die Leute dort leben. Die feinen Pinkel, meine ich. Die Wohlhabenden. Wie glaubt ihr, kommen die zu all dem Geld? Durch ihre Kriege und Steuern, ihre Richter und Geldeintreiber. Sie töten aus Gier. Warum sollte ich es anders machen? Was ist mit Credence? Was ist mit Credence? Warum sollen wir nach ihm suchen? Er war als Kleinkind schon ein wahrer Satansbraten. Er ist recht, nachdem seine Eltern starben und wir ihn bei uns aufnahmen. Ich hielt ihn für ein seltsames Kind. Aber er und Mary waren glücklich und er war ein lieber Junge. Sie hat ihn wirklich geliebt. Er ist ein schlechter Mensch. War vermutlich schon immer. Er kann sich besser verstellen als jeder Berufsschwindler und ist schlauer, als er tut. Aha. Er wirkt harmlos. Er wirkt vollkommen harmlos, ja sogar einfältig. Niemand misstraut einem Trottel. Er hat sich entschieden, sich so zu geben und alle sind auf ihn reingefallen. Keine Schlange bringt meinen Beloved vom rechten Weg ab. Ich bringe sie auseinander und drücke dem Jungen den Kopf zurecht. Seid ihr sicher, dass Credence schuldig ist? Seid ihr sicher, dass Credence schuldig ist? Das scheint mir weit hergeholt. Ich habe ihn unerkannt beobachtet. Ich erkenne einen schlechten Menschen, weil ich selber einer bin. Ich habe keinen Zweifel. Auch er ist einer. Was wollt ihr? Was wollt ihr, Geist? Warum seid ihr hier? Beloved ist mein Junge. Ja, das haben wir verstanden. Schön, dass ihr hier seid. Also, was wollt ihr? Wir lebten in Bristol. Kam gerade so aus. In einer undichten Hütte mit anderen. Alle waren krank. Meine Frau hatte Besseres verdient. Wir alle. Ich kratzte jeden Schilling zusammen und schickte meine Frau, den Jungen und seinen Vetter in die Kolonien. Beloved ist mein Sohn
Und jetzt, da er erwachsen ist, werde ich dafür sorgen, dass er aufrichtig bleibt. Was ist seiner Mutter zugestoßen? Was ist seiner Mutter passiert? Mary war schwanger, als sie nach New Eden aufbrach. Sie wollte kein weiteres Kind mehr im verdammten Bristol großziehen. Weder sie noch das Kind überlebten den ersten Winter. Beloved und Credence waren allein. Ich wollte ihnen doch nur ein besseres Leben ermöglichen. Ich versagte. Aber es ist noch nicht alles verloren. Ich kann meinen Sohn zumindest davor bewahren, von seinem hinterlichsten Vetter verdorben zu werden. Schlechte Menschen kennen ihresgleichen. Daher weiß ich, dass Credence eine Schlange ist. Er hat ein Versteck im Wald. Dort findet ihr Beweise. Wo genau? Woran erkennen wir dieses Versteck? Es ist eine kleine Holzhütte, aber gut verborgen, westlich von hier, auf einer Anhöhe. Eine versteckte Holzhütte im Westen. Verstanden. Mhm. Vielleicht kennen wir die schon. Wir werden Credences Versteck unter die Lupe nehmen und selbst eine Meinung bilden. Ich spreche die Wahrheit. Ihr werdet sehen. David hat gerade erst vom Tod seines Vaters erfahren. Vielleicht sollten wir ihn besuchen, bevor wir uns nach Credences Versteck umsehen. Einer von ihnen lügt. Vielleicht lügen sie beide. Dann finden wir heraus, wer lügt. Ah, wusste ich doch. Coole Geschichte bisher, muss ich jetzt sagen. Da habe ich auch jetzt schon Bock drauf. Kann ich da durch? Schade. Hätte sein können. Oh, also, dann gucken wir mal. Wo soll diese Hütte sein? Ja, da gehen wir zuerst da hin. So. Erst da lang. Mhm. Wird das die Hütte sein, oder was? Also wir suchen ja... Ah. Er ist tot? Er ist wirklich tot? Sie haben ihn gehängt, nicht wahr? Ja, das haben sie. Mein Beileid. Danke, aber das ist nicht nötig. Jed war ein furchtbarer Vater und ein furchtbarer Mensch. Die Welt ist ohne ihn besser dran. Werde ich von seinem Geist heimgesucht? Sagt ihr es mir, warum sollte euch der Geist eures verbrecherischen Vaters gerade jetzt erscheinen? Warum sollte er Credence anklagen? Ihr seid der Verbanner, fragt ihr ihn doch! Oder noch besser, schickt ihn wieder zurück, wo er hingehört. Wie geht es euch? Wie geht's euch mit dem Tod eures Vaters und all dem? Es geht mir gut. Spart euch die Leier. Er ist tot. Und bald ist er für immer fort, wenn ihr eure Arbeit macht. Euren Vater? Erzählt mir von ihm. Von eurem Vater. Was gibt es da groß zu erzählen? Jed war sein ganzes Leben lang ein Gauner. Er war ein Gauner, der uns fortschickte. Mich, meine schwangere Mutter und sogar Credence. Jed hätte nachkommen sollen. Tat er aber nie. Zum Teufel mit ihm. Cousin. Wie kamt ihr mit Credence zusammen? Er hat bei uns gelebt. Seit dem Tag, an dem seine Mutter verstarb. Er ist per Schiff übergesetzt. Ein Neuanfang für uns alle. Ihr wisst schon. Dann starb meine Mutter und es gab nur noch uns. So ist das jetzt schon seit Jahren. Credence hatte eine harte Kindheit. Aber er macht keinen Ärger. Er ist ein besserer Mensch, als ihr glaubt. Als alle glauben. Wie ist er? Jed meinte, wir sollten mit Credence reden. Wisst ihr zufällig, wo er sich aufhalten könnte? Ihr solltet nichts darauf geben, was mein alter Herr euch erzählt. Er war nie hier. Er kennt uns nicht. Lasst Credence zufrieden. Mein Cousin hat nicht. Er ist kein... Wenn irgendwer böses Blut in sich trägt, dann ich. Ich bin böse bis ins Mark.
Ein Mann, der seine Familie verteidigt, kann so böse nicht sein. Was kann ich schon tun, wenn das Böse durch meine Adern fließt? Tut, was ihr müsst. Ich werde nicht davonlaufen. Ich stelle mich meinem Schicksal, wie auch immer es aussieht. Habt ihr den Boten getötet? In meinen Träumen sehe ich ihn ertrinken. Sein Tod lastet schwer auf mir. Ich möchte nicht mehr daran denken. Ach, vergesst es. Vergesst alles. Ich tue es, wenn es möglich ist. Okay. Wo muss man jetzt hin? Müssen wir in diese Richtung gehen. Schauen wir uns das Versteck mal an. Seltsam, dass Belawe zwar das Ertrinken erwähnt hat, nicht aber die Messerstiche. So oder so hat er Angst, dass er ein Mörder ist, wie sein Vater. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Noch kann er das Schicksal seines Vaters womöglich abwenden. Dann lasst uns das Versteck von Credence im Wald suchen und die Wahrheit. Ist doch das, oder? Ja. Nee, oh, ich glaube schon falsch. Am Berg. Herausfinden. Norden. So viel jetzt aber. Okay. Ja, es ist schon ein bisschen komisch. Ich habe die Wälder nicht vermisst, aber heute ist es ganz angenehm. Guten Tag, eure Lordschaft. Was führt euch in den Wald, Credence? Ein Spaziergang, mein Herr. Genieße die Ruhe und den Frieden. Bedrückt euch etwas? Ihr wirkt angespannt. Bedrückt euch etwas? Ehrlich gesagt, fühle ich mich seit einiger Zeit nicht so gut. Ja, wenn man heimgesucht wird, ist das oft so. Sagt mir, Credence, warum sollte ausgerechnet Onkel Jet euch heimsuchen? Jet Scudder, Onkel Jet, sucht mich heim? Was? Wie? Warum? Moment. Onkel Jet? Bezichtet euch, seinen Sohn zu verderben. Er wirft euch vor, seinen Sohn zu verderben. Jet Scudder? Onkel Jet? Sucht mich heim, weil ich einen schlechten Einfluss habe? Das sagt Onkel Jet? Ich? Ein schlechter Einfluss? Muss ich mir Sorgen machen? Was kann ich tun? Helft mir! Lass mich meine Arbeit machen. Lasst mich meine Arbeit tun. Das hilft schon. Du lieber Himmel, bitte helft mir, euer Gnaden, rettet mich, so wie ihr uns alle vor der schrecklichen Bestie gerettet habt. Ich werde es versuchen, Mr. Scudder. Ich werde es versuchen. Guten Tag, Mr. Scudder. Gott segne euch auch damit, mein Herr. Warum sollte der Geist lügen? Ha? So eine Sache. Glaubt dem schon und der benimmt sich auch relativ komisch, ne? So, jetzt müssen wir noch mal gucken. In die Richtung. Okay, hier. Da ist ja die Hütte. Wunderschön. Auf dem Felsen dort oben befindet sich eine Hütte. Möglicherweise das Versteck von Credence? Ach! Überraschung! Bist du einfach hier hingekommen? Das sieht gut aus. Wir kommen auch vorne Viecher garantiert. Achtung. Ja, ist ihm bewusst. Achtung, er ergreift gleich Besitz. Hab ich ihn erwischt noch? Nee, hab ich nicht mehr erwischt. Achtung! Ein Schemen ergreift Besitz. Ich bin bereit.
Werf mich nicht. Na, Kackvogel. Oh, zack. Zack. Okay, dann geht's hier hoch. Sammeln wir auf. Schön hier. Ja, und jetzt müsste es doch hier irgendwie. Ja, genau. Oh, Feuer. Das ist auf jeden Fall etwas Blaues. Ach, das ist wieder so eine Gruppe. Gegners Fragezeichen? Nein? Gut. Geht's runter? So, dann sind wir in der Hütte. Ach, gut. Du kannst mich ruhig um Hilfe bitten. Ja, du. Ach, komm doch ein bisschen vor. Such dir einen anderen Gegner. Peiniger zuerst. Ich kann dir helfen. Das ist echt geil, dass die Gegner halt umschmeißen. Oh, da, so weit habe ich nicht mit den Geräten. Komm, machen wir nicht lang. Rum hier. Das. Vogel, du. Okay, dann schauen wir uns die Hütte mal an. Der Färbenlaser. Erstmal ein Seil dran machen. Gucken wir mal, wie viele Färbenlaser-Figuren wir schon haben. Wie ist die denn? Ich muss mal so langsam. Hm, guck mal an. Ich habe alle Färbenlaser. Ja. Abgezogen. Ja, mal hier rein. Nette Aussicht. Von hier aus hat man alle Hauptwege im Blick. Ah, ja, ich verstehe. Okay. Offizieller Brief an Berufsgatter. Prinz von Massachusetts Bay, Büro des Gouverneurs Sir Williams Phipps. Mitteilung zur Verurteilung und Hinrichtung. Als nächster noch lebender Angehöriger setze ich euch hiermit über den Tod von Jedediah Scudder, der, so richtig ich informiert bin, euer Vater war, in Kenntnis. Die Anklage lautete auf Mord. Das Mittel der Hinrichtung war der Strang. Es erfolgte eine gerechte Verhandlung vor dem Assisengericht. Assisengericht? Habe ich auch so mal gehört. Muss ich mal googeln. Bei der sein Charakter und seine Taten bedauerte. Der Henker verrichtete seine Aufgabe rasch und der Leichnam wurde unverzüglich zu Grabe getragen. Der Gefangene hinterließ eine Nachricht für seine Angehörigen. Diese findet ihr auf der nächsten Seite. Hochachtungsvoll, J. Smith, Gerichtsdiener, Seite 2, Posten 1695. Mein Sohn, sie haben mich gekriegt, wie sie auch meinen Vater und seinen Vater vor ihm gekriegt haben. Aber dich dürfen sie nicht kriegen. Achte das Gesetz und verhalte dich korrekt, um nicht ebenfalls den Strang zum Opfer zu fallen. Du musst auf deinen Cousin hören, wie ich auf seinen Vater hätte hören sollen. Der rechte Weg führt immer geradeaus. Du musst ihm nur folgen, dein Vater. Credence wusste, dass Jed gehängt wurde. Er hat Beloved nichts davon erzählt. Er war von Jets Anschuldigungen überrascht, aber nicht von seinem Tod. Ich habe keine Ahnung. Hat er Beloved manipuliert? Es wirkt zumindest so.
umfassender Geschäftsplan für eine Zuckerplantage irgendwo in Westindien, einschließlich detaillierter Kostenaufschlüsselung. Blaupausen für ein Hauptgebäude, Nebengebäude, eine Karte des Angebotenes, Grundstücks, ein Finanzplan, Arbeitskräfte sollten ausreichen. Eine Plantage in Westindien, bis ins letzte Detail geplant, inklusive Kaufpreis. Archivillis Abhandlung. Mit kurzen Weisen auf enthaltene Fehler. Über die ersten 10 Bücher. London gedrückt von Thomas Paine für William Hinds. Keine Ahnung, was das jetzt gerade sollte. Eine Abhandlung über den menschlichen Verstand. In 4 Büchern verfasst von John Locke. Erstausgabe. Prediger. 5. Gleich wie du nicht weißt, welchen Weg der Wind nimmt und wie die Beine im Mutterleibe bereitet werden, so kannst du auch Gottes Tun nicht wissen, der alles wirkt. Quam Belo Mera Fili. Okay, das. London gedruckt für Ansel und John Churchill. Buchhandlung Black Swan. Ich kapier's nicht. Viele Bücher für jemanden, der nicht lesen kann. Ah, ja, stimmt. Gar nicht dran gedacht. Sollte die Miliz nicht mit Silber bezahlt werden? Wir wissen genug. Endlich schon. Gut. Und dann würde ich sagen, sind wir hier auch am Ende dieser Folge angelangt. Ich sage ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.